Ding. Lass uns mal probieren, ob die Nidoqueen jetzt, dadurch, dass sie ein hochentwickeltes Pokémon ist, jetzt auch alleine klarkommt. Das Mankey ist zwar 4 Level über der, aber wir machen mal einfach den Doppelkick. Boah, wunderbar. Ich werd bescheuert. Karate-Schlag. Okay, boah, wie wenig das abgezogen hat, wie geil. Und Giftdorn hat den Mankey auch noch vergiftet. Och, wie geil ist das denn? Und Biss. Und jetzt wird er noch einmal vergiftet gleich. Schreckt zurück und wurde vergiftet. Und durch das Gift hat Danny ihren ersten Kampf gewonnen. Supergeil. Wird ein Marshallow in den Kampf gesetzt? Na, dann, ich denke mal, den kriegen wir auch noch hin, oder? Da ist die Danny doch gerade genau für gerüstet. Was machen wir denn jetzt? Machen wir hier den Doppelkick nochmal. Oh, der macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber man muss halt auch... Boah, Hammer. Man muss aber auch leider ja bedenken, dass nun mal die Danny underleveled ist. Ja, also 4 Level ist sie ja hinter diesem Marshallow. Aber das soll uns nicht davon abhalten, dieses Vieh irgendwie klein zu kriegen. Setzt Geowurf ein. Moment. Wir wollen ja nicht, dass sie drauf geht. Setzt nochmal Geowurf ein, der kleine Stinker. Machen wir den Doppelkick. Zack. Und noch eins. Komm schon, den kriegt die noch klein hier. Den kleinen Dreckigen. Puh. Und nochmal den Doppelkick. Komm schon, Danny. Danny. Oh, fast Level up. Vielleicht mit dem nächsten Gegner wird sie dann Level 26 werden. Ah, dafür müssen wir nochmal einen Supertrank. Ich hau die gerade mal raus. Ist ja alles halb so wild. So. 2 Rocker haben wir noch vor uns. Dann können wir erstmal nach unten. Fahren wir den Radweg ein Stück weiter runter. Der ist Level 28. Komm, wir probieren's. Oh, das ist... das hat so gut wie gar keine Wirkung. Ich befürchte fast, da müssen wir noch einmal umswitchen. Ansonsten kriegt die Danny hier, glaube ich, einfach auf den Sack, weil die gegen ein weiterentwickeltes Pokémon, was ihr... Ich habe nichts gesagt. Ich meinte natürlich, weil die Danny gegen ein weiterentwickeltes Pokémon, was der zwar levelmäßig überlegen ist, trotzdem ihre volle Power entfalten kann und demnach natürlich dieses mickrige Pokémon zerbeißen und zerstückeln wird. Meinte ich von Anfang an. Krass. Was? Ja, machen wir weiter, ne, Danny? Schaffen wir. Krass. Yeah, Smogon schreckt zurück. Sauber. Was? Setzt Smog ein, die Attacke ging daneben. Giftstachel. Warum bleibe ich nicht einfach beim Biss? Genauigkeit von Danny sinkt zwar, aber komm, einmal beißen noch. Nein, ich hätte einfach... Warum habe ich gerade eben nicht einfach... Yeah! Ein Pokémon hat er noch. Das heißt, Danny wird direkt durch diese eine Runde... Geht die direkt 2 Level-Ups. Ist ja auch geil.
Los, beiß es. Immer noch Genauigkeit voll. So. Nein, ey, da kann ich nicht mal aufhören damit. Das ist ja Wahnsinn. Nein, jetzt mach doch mal. Na, geht doch. Komm schon, nochmal. Yeah. Wunderschönes Ding. Nein, nicht Smog. Nicht vergiftet. Nicht vergiftet sein. Nicht vergiftet sein. Nicht vergiftet sein. Und der Biss ging natürlich nochmal daneben. Ist klar. So oft wie die jetzt mittlerweile da die Genauigkeit... ich wollte es gerade sagen. Gesunken bekommen hat. Wundert mich eigentlich, dass die sich überhaupt selber noch treffen könnte, wenn sie... Boah, Smogon, ey. Smogmog. Dafür wirst du so leiden, Mann. Muss denn jetzt beißen? Beiß dieses hässliche Vieh kaputt. Nein, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Nicht vergiftet sein, Danny. Nicht vergiftet sein. Nicht vergiftet sein. Nicht vergiftet sein. Gut. Aber beißen sollst du. Los, beiß! Beiß! Ich sag beißen! Komm, das ist nur noch so wenig! Das ist nur noch so wenig! Los! Das muss noch gehen! Los! Danny, komm schon, nun stell dich mal nicht so an. Du musst nur noch einmal treffen. Na also geht doch. So. Na endlich. Geht doch. Blöde Viecher mit ihren scheiß Ungenauigkeitsattacken. Dreck. Ja, dann machen wir das jetzt mal anders. Die Danny, die sagte ja am Anfang, bevor die wollte Nidoqueen sein und dann wollte sie nach eigenen Angaben die VM-Schlampe werden. Das ist ein Begriff, den ich mir so nicht ausgedacht habe, sondern sie wollte jegliche VMs beherbergen. Das heißt, sie wird auf jeden Fall jetzt erstmal den Surfer lernen. Denn ich glaube, der Surfer ist immer eine gute Attacke, beziehungsweise haben wir Kent-Attacke. Echt? Wir haben den... Wir haben Garados doch schon beigebracht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall können wir dann später auf diesem Nidoqueen immer noch reiten. Rechte Hand, was ist das denn? Stärke 0. Okay, dann muss es gehen. Und er lernt Surfer. Düdüdüdüm. So, was mit dir? Ich bin furchtbar gemein und erfolgsüchtig, ja. Und ich bin ein kleiner 10-jähriger Junge mit einem Fahrrad und vielen Pokémon und hau dir jetzt auf die Fresse. So, was hast du denn dabei? Einen kleinen Affen? Ich glaube, ich krieg einen Affen. So, Surfer, was machst du denn? Ja, würde ich sagen, war erfolgreich. Energiefokus. Mach du mal Energiefokus. Ich mach hier Menki-Zerstörer-Surfer. Ah, verdammt, Alter. Was ist das denn? Nein! Giftstachel! Stirb! Ring! Was ist das als nächstes? Ein Mascholo. Weiß ich gerade nicht. Habe ich gerade keine Informationen darüber, was man gegen den nochmal machen kann, damit das wirkvoll ist. Wirksam ist. Ja, aber der Surfer, der geht doch schon mal gut. Nicht draufgehen, Danny, nicht draufgehen. Ja, wunderbar. Ah, nur noch ein Kampf und dann ist die auch schon wieder Level 28.
Und die bringt uns gerade schön doppelte Kohle die ganze Zeit ein. Wir gehen die Danny aber mal ganz kurz heilen. Und ich denke fast, wir holen uns auch nochmal ein paar. Holen wir uns ein paar Heiltränke oder nicht? Weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal. Dum, 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 dum. Ja, das Gute dadurch ist halt, dass, oder daran, dass wir das Pokémon direkt zweimal weiterentwickelt haben, ist halt, dass jedes Mal, wenn es ein Level abbekommt, kriegt er halt viel mehr, kriegt dieses Pokémon halt viel mehr Plus auf die ganzen Stats, also die ganzen Angriffsfähigkeiten, bla bla bla, alles das steigt viel schneller als bei einem Pokémon, was man mit Absicht nicht weiterentwickelt. Ja? Gibt's ja auch Leute, die wollen Level 100 Pikachu haben oder so, aber Raichu ist nun mal stärker, weil der einfach durch das Leveln, wenn der früh genug zu Raichu wird, kriegt er halt auch schneller dann die ganzen Attributboni und wird somit ein wertvolleres, also halt ein stärkeres Pokémon. Hält mehr aus, Spezialattacken machen auch mehr Schaden, bla bla bla. Hast du nicht gesehen, sowas alles. Surfer Danny! Schön. Kriegen wir die jetzt momentan immer so mit zwei Schlägen kaputt? Das wäre ziemlich cool. Also spätestens nach dem nächsten Level-Up kriegst du den auf jeden Fall mit zwei Schlägen kaputt. Und Gegenwurf machst du auch noch, du Drecksack. Verdammt. Er hat sich an dir vergiftet. Super Sache das. Und, sag ich ja, sie wird 28. Also Level 28. Ich denke nicht, dass die Danny 28 ist. Auch hier grüße ich, by the way, nochmal eben die Danny auch. Also die Zuschauerin, die Lady Ecstasy. Und zwar hatte die vor geraumer Zeit, wollt ihr mich natzen. Okay, jetzt müssen wir die kurz austauschen. Ansonsten geht sie nämlich drauf. Hatte sie vor geraumer Zeit bei einem meiner versteckten Minecraft-Rätsel mitgemacht. Nehmen wir den Dicken. Weil ich erzähle öfters mal, während ich Minecraft spiele, irgendwelche Sachen und versteckte ab und an mein Rätsel. Und das hatte sie gewonnen. Willst du mich verarschen? Okay, damit wäre der schon mal weg. Und das hatte sie auf jeden Fall erraten. Und hatte somit gewonnen, dass sie jetzt einen neuen Avatar von mir hat. Weil das hatte sie sich so nun mal gewünscht. Habe ich dann auch auf Facebook nochmal gepostet vor einigen Tagen bzw. Wochen. Jetzt schon zwei Wochen her oder was. So. Und dazu auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch. So, was nu, was nu? Die Danny ist angeschlagen durch dieses Drecksmaschollo, Maschok. Warum hat der ein Level 3? Das kann er nur kriegen, wenn der den getauscht hat. Das geht nicht. Ich meine, hier gibt es keine Leute, die so Maschoks tauschen, verstehst du? Na komm, lass mich hier rein. So. Und nun gehen wir doch nochmal eben... Jetzt gehen wir weiter auf diesem Weg. Ach, ich glaube, ich muss echt... Wir gehen nochmal in das Kaufhaus und kaufen uns ein paar Tränke. Weil ansonsten kommen wir, glaube ich, nicht klar. Drogeriemarkt oder was müsste es dann sein, ne? Oder ist hier schon? Ja, hier. Nehmen wir 11 Stück mit. Und dann soll es das gewesen sein. Vor allem, da ist gar keine Tür an der Treppe. Und es macht trotzdem... Yeah! Ja, wir sind mit dem Radl da. So.
Gerade haben wir den Typen rechts abgefischt, dann holen wir uns jetzt den hier linken. Na komm. Willst du nach Fuxana City? Ihr war schon, aber ja. Eine Herausforderung von Biker Zoltan. Zoltan! Hier wieder Typ von, wie hieß das? Ey Mann, wo ist mein Auto? Auch so ein lustiger Film. Ey Dude, was steht auf meinem Rücken? Sweet! Ey, was steht auf meinem Rücken? Dude, was steht auf meinem Rücken? Sweet! Was steht auf meinem Rücken? Dude, was steht auf meinem Rücken? Es ist so eine dumme Szene, aber so geil einfach nur. Ja, geil, Danny, weiter so. Es schreckt zurück. Gut, dann probieren wir jetzt den Surfer. Mal gucken, wie viel der Surfer an Smoggern Schaden. Smogmog. Ja, toll, jetzt steig machen sollen. Der Biss ist schon gut, aber der Surfer geht natürlich ganz knallhart ab. Ich guck mal jetzt bei dem Smog on, ob die Danny den vielleicht vom Sultan vielleicht auch direkt hier wegnatzen kann. Komm, Babe, gib alles. Nix. Oh, schade. Aber auf jeden Fall eine Two-Hit-Kombo wird das hier werden. So muss das sein. So muss das sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Wunderbar. Und Level 29, schau mal, die steigt ja genauso schnell im Level mittlerweile wie das... wie Donner. Ist ja super geil. Na, dann gucken wir mal, wie viel Surfer-Attacken wir beim Smogmog brauchen. Leider haben wir da nur... okay, das ist... müssten wir, wenn dann, drei benutzen. Aber ich denke mal, einen Surfer machen wir noch. Und dann beißen wir den restlichen Scheiß beißen wir kaputt, oder? Damit wir ein bisschen Surfer-Attacken noch überlassen. Nein, ich Rauchwolke. Na komm, machen wir nochmal Surfer, weil ich denke mal, mit dem Biss geht es wieder daneben. Und der Surfer natürlich auch. Toll. Und nochmal Rauchwolke, ja genau. Du bist ein Held. Oh, das ist so, ja, ja, schon klar. Los, Danny, beiß ihn! Das ist doch, also ja, mehr. Mehr Rauchwolken braucht das Land. Immer weißt du eigentlich, dass du mit deinem Pokémon da echt zur globalen Erderwärmung und zur Verbreitung des Ozonlochs hier zuträgst, weil das hier die ganze Zeit Rauchwolken erzeugt. Was? Ey, das ist so heftig. Diese fetten, fetten Energieschübe. Ja, dann gehen wir jetzt hier drüben im Gras nochmal. Warte mal. Moment, halt. Ey, mach mal. Ey, mach doch mal. Ich kann anscheinend, während ich hier runterfahre, mit dem Fahrrad, das. Ja, während ich hier runterfahre, kann ich nicht das Menü öffnen. Der bleibt da nicht stehen. Okay, dann machen wir das also hier, bleiben hier am Rand eben stehen und